Commerzbank Arena, ein Konstrukt aus knapp 80.000 Kubikmetern Beton und 12.000 Tonnen Baustahl. Kosten etwa 126 Millionen Euro. Ihr Nutzen? Vielseitig einsetzbar. Hauptmieter ist Eintracht Frankfurt. Mindestens 17 Heimspiele tragen sie hier aus. Doch Mieter gibt es noch deutlich mehr für kleine Veranstaltungen, aber auch für sehr große, wie zum Beispiel die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Bei den unterschiedlichsten Events verändert die Arena stets ihr Aussehen. Hinter allen Umbaumaßnahmen steckt viel organisatorisches Geschick, jede Menge Strapazen und auch immer ein Team der Betreibergesellschaft Stadion Frankfurt Management GmbH. Dieses Team versucht jeden Wunsch zu erfüllen, bei der Frauenweltmeisterschaft mit der FIFA als Mieter eine Riesenherausforderung. Der Aufwand und die Anforderungen, die die FIFA stellt, ist immer sehr, sehr orbitant. Die ganzen temporären Umbauten, die ganzen temporären Maßnahmen, die hier im Vorfeld für die WM getroffen worden sind, sind von uns koordiniert und angeleiert worden. Die Anforderungen kommen von der FIFA selbst, die uns sagte, das und das benötigen wir, das und das brauchen wir. Und vor allem, was muss weg? Diese Vorbereitungen beginnen ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, denn es gibt richtig viel zu erledigen. Die heiße Phase startet, sobald der Mietvertrag in Kraft getreten ist. Gemietet wird das gesamte Stadiongelände, nicht nur die Arena. Und alles wird sich für die Frauen-WM ändern. Also es bezieht sich auf das komplette Gelände, was wir der FIFA vertraglich zugestanden haben. Das bedeutet von Parkplätzen angefangen, über den Beginn der Eingänge, über Fahnen im Vorfeld, über Banden, Werbung, Stelen, Wegweiser, die sich im Gelände, auf dem Gelände befinden, bis hin ins Stadion rein, verschiedene Logen, dass Logenkunden ihre Logen ausräumen müssen, entsprechend ihre Logos entfernen müssen, dass wir Kaffeemaschinen abkleben, wo Werbepartner von verschiedenen anderen Firmen, die nicht FIFA-Sponsoren sind, drauf sind. Fernseher werden abgeklebt, wo nicht Sony, sondern in dem Fall bei uns Samsung draufstehen würde. Der Videowürfel hinter uns wird abgeklebt, auf dem Commerzbank Arena steht. Wir werden bis quasi auch unsere Mitarbeiter müssen werbeneutral auftreten, das heißt abgeklebte oder neutrale T-Shirts oder Arbeitskleidung tragen. Es wird noch vieles passieren in und um die Commerzbank Arena in den folgenden Wochen. Und als wäre die WM-Vorbereitung an sich nicht schon genug Arbeit, stehen zuvor noch zwei weitere Großevents in der Arena an. Erst ist Mario Barth zu Gast, das heißt Rasen abdecken und Bühne aufbauen. Ein Akt von 2 Tagen für 2 Stunden Auftritt. Und nur kurz darauf hat sich auch noch Herbert Grönemeyer angemeldet. Das heißt, wieder Umbau. Jeder Künstler bringt seine eigene Bühne mit. Wieder kommen mehr als 40.000 Zuschauer, die nicht wissen, was hier zuvor an Arbeit geleistet wurde. Und die Zuschauer wissen auch nicht, dass direkt nach dem Konzert der Abbau schnellstens beginnen muss, denn die Zeit drängt nun. Für die WM wird noch ein neuer Rasen verlegt. Auch das dauert mehrere Tage und der Rasen muss ordentlich anwachsen. Von nun an gehört der FIFA das Stadion mit dem Gelände drumherum. Alles soll bestens vorbereitet sein. Überall starten nun die notwendigen Maßnahmen. Besonders aufwendig ist das Entfernen des Schriftzuges der Arena. 16 Buchstaben und das Logo müssen abmontiert werden. Kein alltäglicher Job. Das Schwerste ist das Logo. Das Logo ist ca. 8,30 Meter ungefähr hoch und wiegt 6,5, 6,7 Tonnen. Und die Buchstaben wiegen ungefähr zwischen 1,2 und 2,3 Tonnen. Sie brauchen einen großen Autokran zum Verheben der ganzen Sache, einen sogenannten Teleskopstapler zum Transport der Buchstaben und dann halt diesen kleinen Hubarbeitsbühne, um die Sachen umzuhängen von dem Telestapler zum Autokran, diese Übergabe. Das muss man dann mit dem kleinen Telestapler noch machen. Das Abnehmen der Buchstaben und des Logos geht schneller als die Montage nach der WM.
Insgesamt ist dieses Team aber 14 Tage damit beschäftigt. Drumherum ist mittlerweile überall reges Treiben ausgebrochen. Das Pressezelt muss errichtet werden und natürlich gibt es auch einen offiziellen Fanshop, in dem noch kartonweise sämtliche Artikel darauf warten, einsortiert zu werden. Dutzende LKWs rollen über das Arena-Gelände und bringen Material. Im Stadion unterdessen werden die Zäune abgenommen. Auch die Wellenbrecher sind nummeriert und werden entfernt, denn FIFA-Stadien sind bekanntlich ohne Stehplätze. Natürlich dürfen auch die Eintracht-Auswechselbänke nicht bleiben, also weg damit. Und das Eintracht-Museum wird übrigens zur Museums-Lounge. Eigentlich bleibt nichts, wie es ursprünglich war. Selbst die Mixzone bekommt ein neues Aussehen. Ein ursprünglich offener großer Raum wird mit einem labyrinthartigen Konstrukt erweitert. Hier finden nach den Spielen die Interviews statt. Die Mixzone im Speziellen ist ausschließlich für die FIFA errichtet worden. Die wird nach der WM auch wieder abgerissen. 2006 hatten wir auch so eine ähnliche Konstruktion, die ein bisschen anders geschlungen und vergrößert war. Aber für die WM wird dieser Mixzone-Bereich jetzt ausschließlich genutzt, weil im Gegensatz zur Bundesliga beispielsweise müssen alle Spieler, alle Funktionäre nach dem Spiel durch diese Mixzone durch und müssen dort sich den Fragen der entsprechenden Pressevertreter stellen. Irgendwann sind immer alle Vorbereitungen abgeschlossen. Am 30. Juni 2011 geht die WM dann endgültig auch in Frankfurt los. Die deutsche Frauennationalmannschaft gewinnt mit 1:0 gegen Nigeria. Die Stimmung ist überschwänglich, die Atmosphäre einzigartig. Nicht umsonst werden hier zwei Vorrundenspiele, ein Halbfinale und das Finale ausgetragen. Die Commerzbank Arena ist der Hauptaustragungsort dieser WM. War super gute Atmosphäre, wirklich klasse gut. Hat super Spaß gemacht, war astrein. Frankfurt ist ein würdiger Ausstrahlungsort. Der würdigste. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das sehr toll. Das, was ihr alles hier außenrum gemacht habt, es war wirklich ganz, ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen. Super, es war super toll. Echt ein tolles Erlebnis. Es war laut, es war toll. Leider das Spiel nicht ganz so gut, aber der Stimmung hat es, glaube ich, keinen Abbruch getan. War toll gewesen. Super Atmosphäre, einfach klasse. Man sieht einfach von jedem Platz super, also wir saßen ganz oben, einwandfrei. Ja, das Frankfurter Stadion ist ja sowieso eins der schönsten in Deutschland und das haben wir ja schon öfter gesehen, auch beim Confed Cup vor 6 Jahren und auch bei der WM. Also es ist immer gut hier. Also auch das Finale in Frankfurt, das ist genau die richtige Wahl, das ist echt gut. Die Besucher treten gut gelaunt den Heimweg an und viele kommen wieder, auch wenn die deutschen Damen leider schon frühzeitig ausgeschieden sind. Es ist halt immer ein Erlebnis und ein Ereignis, sich diese Arena anzusehen. Das Finale ist schließlich auch ein Highlight. Wieder ist das Stadion ausverkauft. Erwartungsfroh Menschen überall, wo man hinblickt. Alles sehr, sehr nett und freundlich hier. Die an den Getränkeständen, an den Bratwurstständen, die Ordner, das ist alles sehr angenehm. Auch wenn man von der gegnerischen Mannschaft ist. Ich denke schon, eine sehr, sehr gute Stimmung, wenn gerade weil das Finale auch ist. Und weil die teils, ich glaube auch viele Amerikaner werden da sein. Die Karten sind vorher verkauft, man weiß es ja eh nicht, wer im Endspiel ist. Von dem her wird es sowieso eine total super Stimmung sein, ganz fair, denke ich auf jeden Fall. Aber ich denke, es werden natürlich mehr Amerikaner sein. Man sieht es jetzt hier auch an den Flaggen von den Leuten. Und wahrscheinlich müssen wir uns ein bisschen mehr auf die japanische Seite schlagen, damit die auch Unterstützung haben. So schießt der Bürger. Japan gewinnt das Finale, dann sind 22 Tage Frauenfußball-Weltmeisterschaft vorbei. Jetzt heißt es aufräumen, den Reset-Knopf drücken, alles geht zurück auf Ursprung. Der eigens gestaltete TV-Compound, wo sämtliche TV-Signale für das weltweite Fernsehen zusammenliefen, muss weg. Auch der Fanshop und das Pressezelt haben nun ausgedient. Und auch im Stadion hat der Rückbau unlängst begonnen. Da in der Bundesliga Stehplätze nun wieder erlaubt sind, werden die dafür vorgesehenen Blöcke von den Sitzen befreit. Dafür müssen aber die Zäune wieder anmontiert werden, die es bei FIFA-Spielen nicht gibt. Und natürlich, das Stadion wird fortan wieder Commerzbank Arena heißen. Thank you.
Nur eine Woche später kommt der Hauptmieter zurück. Die Eintracht hat ihr erstes Heimspiel der Saison. Bis dahin müssen alle Rückstände der Weltmeisterschaft beseitigt sein. Logen dürfen wieder ihren Namen tragen. Und draußen wehen die Eintracht-Fahnen wie eh und je. Die Bandenwerbung muss auch nicht mehr versteckt werden. Und es gibt auch wieder die normale Menükarte. Frankfurt hat sein Stadion wieder zurück. Fortan dominieren wieder Rot, Schwarz und Weiß. Ich sage immer, das ist mein Wohnzimmer. Jedes Mal, wenn wir heimkommen oder zum Heimwärtsspiel kommen, also ich fühle mich hier sauwohl, es ist wunderschön. Commerzbank Arena ist einfach geil, das geilste Stadion, was es gibt. Es ist gegenüber von früheren Zeiten, Waldstadion, da waren ja nie so viele Zuschauer da, wie jetzt da sind. Gab es ja nicht. Da war das Stadion einmal im Jahr ausverkauft, das war Bayern München sonst nicht. Ja, sonst kamen da mal 20.000 und jetzt ist halt doch in der Regel immer, zumindest erste Bundesliga, fast immer voll gewesen. Gell? Ich war am Anfang auch im Waldstadion, aber das ist schon viel schöner, finde ich. Das ist ja auch überdacht und so. Die normalen Abläufe greifen wieder, alles liegt in eigener Hand. Und es kehrt etwas mehr Ruhe ein. Der organisatorische Alltag ist quasi zurück. Über ein Jahr Vorbereitungen für die organisatorische Abwicklung der Frauen-WM sind vorbei. Frankfurt war Hauptaustragungsort und hatte damit eine hohe Verantwortung. Viele Augen blickten auf die Commerzbank Arena, da musste alles passen. Und sie hat sich klasse präsentiert, diese Multifunktionsarena. Bundesliga, Fußball, Konzerte, FIFA, WM und wieder Bundesliga, alles innerhalb von 2 Monaten. Für die Commerzbank Arena und ihre Mitarbeiter kein Problem.